8 verletzte Personen und einen Sachschaden in Höhe von 45.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 17.15 Uhr in Abern ereignete. Der 38-jährige Fahrer eines VW Golfs befuhr die neue Straße aus Richtung Dettingen kommend. Im Verlauf einer leichten Rechtskurve kam er mit der linken Fahrzeugseite auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden PKW Daimler-Benz. Ein nachfolgender Mazda-Fahrer fuhr im weiteren Verlauf auf den Golf auf. Jochen Ambacher, Einsatzleiter der Feuerwehrabteilung Nabern, erklärte uns die Vorgehensweise. Die Vorgehensweise war, dass wir angekommen sind, dass man im ersten Moment in erster Linie die Verletzten Betreuung gemacht hat, also man hat abgecheckt, welche Verletzungen sind vorgelegen, dann die schwerwiegenden Fälle zuerst betreut und dann hat man parallel den Brandschutz aufgestellt an der Einsatzstelle. Aktuell waren 3 Abteilungen einmal im Einsatz, Abteilung Kirchheim, Abteilung Nabern und der stellvertretende Stadtbrandmeister von Jesingen. Wir waren insgesamt ca. 6 Fahrzeuge mit ca. 30 Einsatzkräften. Bei dem Unfall wurde der Golffahrer, 3 Mitfahrer im Golf, worunter sich 2 achtjährige Kinder befanden, sowie der Daimler-Benz-Fahrer und 2 Mitfahrerinnen verletzt. Auch eine Beifahrerin im Mazda erlitt leichte Verletzungen. Michael Haag, Einsatzleiter Rettungsdienst, sagte uns etwas zu den Verletzten. Wir sind hier in Nabern bei einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Insgesamt hatten wir hier 8 Verletzte, davon 2 mittelschwer verletzt. Wir waren hier mit 6 Rettungswagen, einem Notarztwagen vor Ort und haben 8 der Patienten abtransportiert in umliegende Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn war die neue Straße bis 19.48 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.